Du siehst hier auf diesem Monitor, siehst du die Städte, in denen du bist. Wenn du hier drauf drückst, dann hast du... Hallo, der ICE 517. Hast du diese typische... Darf ich mal die von, ja, von meiner Heimat... Das kommt zum Schluss. Weißt du, wir fangen an. Kann ich das auch zuerst machen? Nein. Nee, wir fangen an mit, was, oh, nee, mit Großstadt. Was muss ich denn sagen? Das darfst du selber frei machen. Du darfst auch was erfinden. Ja. Das war aber schon Berlin. Absolut. Das war schon Berlin. Ein bisschen ranzig. Wie wir es kennen, genau. Das ist München. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es tut mir wahnsinnig leid. Der Zug der ICE 736583, keiner weiß es so genau, der ist uns abhanden gekommen. Wir finden ihn gerade nicht. Steigen Sie im Zug später ein. Danke. Hervorragend! Hervorragend! Toll! Hätte nicht gedacht, dass es so toll wird. Super! Deine Arbeitsstadt natürlich ist ganz wichtig, ne? Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben Arbeiten auf der Strecke. Gleisarbeiten. Ich komme da gerade nicht durch, ich weiß nicht, was die Jungs da machen. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Wir danken herzlich für Ihr Verständnis. Toll! So würde man das in Köln sagen. Das ist ganz toll. Willst du noch einmal? Kannst du Leipzig? Wir können auch direkt. Kannst du? Kannst du? Warte mal. Lass mal kurz überlegen. Das kriegst Wie du reden hin. Die denn da? Das kriegst du hin. Da haben wir so ein bisschen. So ein bisschen, weißt du? So ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Kriegst du hin. Da kommt noch selten ein Zug. Nächster Halt, Gera. Ja! Jetzt, ich mache jetzt eine, so bin ich drauf gekommen, dass ich Bahnhofssprecherin werden möchte. Eine Original, wenn Sie jemals mit dem Zug nach Aalen fahren, achten Sie bitte drauf. Es ist eine Originaldurchsage. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen in Aalen. Ihre weiteren Reisemöglichkeiten mit der Regionalbahn nach Heidenheim um 14.30 Uhr auf Gleis 3. Los! Dann sind wir doch direkt weiterfahren.